Hallo, meine Wundervollen. Zuerst entschuldigt die Überbelichtung, aber wir befinden uns hier in meinem supi mini kleinen Badezimmer und ich kriege es anders einfach nicht ausgeleuchtet. Ich habe die Wahl zwischen tiefschwarzen Augenringen, weil das Licht von der falschen Seite kommt, oder dieser Überbelichtung und ich habe mich für die Überbelichtung entschieden. Ich finde, es steht mir einfach besser. Ja, in diesem Video aber nicht um meine Augenringe, nein, es geht um meine Haare. Ich werde sie jetzt rot färben. Und ich habe Angst. Oh, es sind ungefähr 2 Millionen Grad hier in meinem mini kleinen Badezimmer. Und falls ihr den Ventilator hört, den kann ich auf gar keinen Fall ausmachen. Auf gar keinen Fall, weil dann ersticke ich hier. So, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht länger davor drücken, auch wenn ich richtig dolles Herzklopfen habe, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich mir die Haare rot färbe. Aber wie wir wissen, ist Directions Farbe nicht permanent. Und deswegen bin ich dann halt nicht permanent rot. Und deswegen sollte ich mich jetzt mal nicht mehr so anstellen und nicht mehr so rumzetern. Nein, wir legen jetzt los. Ich habe Dreads, die nicht mitgefärbt werden sollen, weil ich von deren Haaren ausgehe, dass sie Plastik sind und Plastik lässt sich nicht färben und das würde total weird aussehen, glaube ich, wenn ich dann hier rot hätte und hier das weiß. Deswegen nehme ich die raus und ich habe mir überlegt, ich packe die einfach in Frischhaltefolie ein. Ha, gute Idee, oder? Es wäre geschafft. Ich sehe aus, als hätte ich ein Blutbad veranstaltet und das Bad sieht auch aus, als hätte ich ein Blutbad veranstaltet. Oh my God, look at this mess. Oh my God, look at this mess. Oh my God, look at this mess. Oh my God. Gut, ich mache sauber, lasse das einwirken für eine Stunde oder so. Ich lasse das so lange einwirken, bis ich alles sauber gemacht habe. Das wird eine Weile dauern. Okay, da bin ich. Ich habe die Farbe eine Stunde einwirken lassen und ich habe mich noch geschminkt. Das Auswaschen hat eine Weile gedauert. Ich habe sie auch noch nicht ganz trocken bekommen und ich habe mich noch nicht im Spiegel angeguckt. Kuckuck. Oh, hi, wer bist du denn? Oh, warte mal, ich habe eine Bürste für dich mitgebracht. Das ist aber nett von dir, dankeschön. Hui. Ja, so sehe ich wohl mit roten Haaren aus. Ja.
Also, was ist passiert? Ich hatte unten eigentlich die Spitzen blond gelassen, in der Hoffnung, die würden blond bleiben, aber das hat nicht geklappt. Sie sind ein bisschen heller, das finde ich schön. Und dann, was ist hier passiert? Das Echthaar hat von den anderen Dreads die Farbe ein bisschen angenommen und ist aber bei dem Kunsthaar weiß geblieben. Ich würde sagen, ich gehöre jetzt offiziell zum, wie heißen die? Kult des Roten Gottes? Nee. Na hier, zu dem Clan, wo Melisandre auch drin ist, bei Game of Thrones. Helft mir bitte auf die Sprünge, schreibt mir in die Kommentare, wo, in welchem Hexenzirkel befinde ich mich jetzt? Ja, wie ihr merkt, ich kann nicht aufhören, auf mich selbst zu starren. Wenn es euch auch so geht, gebt bitte einen Daumen nach oben. Und wenn euch das Video richtig gut gefallen hat, leitet es bitte an alle eure Freunde weiter. Und gefiel es dir nicht, sagt es bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren meiner wunderschönen Videos zu verpassen, die ich hier so fleißig produziere. Abonniere den Kanal und krass. Und ich bedanke mich echt für deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir Sonne im Herzen.